dermaßen langweilig. Hier wird nicht mehr lange langweilig sein. Ja, was war das denn? Was war das denn? Habt ihr es gesehen? Ich habe einfach nur mal meine Schaufel hochgehoben. Und dann ist er umgefallen. Keine Ahnung. Das muss ich mir dann nochmal im Replay, wenn ich alles zusammenschneide, nochmal genauer angucken. Was ist los? Ich will nicht mit dir reden. So. Schnauze! Jetzt wird's persönlich. Hältst du eigentlich irgendwann mal die Schnauze? Ganz ehrlich, ich kenne keinen, der so viel redet wie du. Geil. Das ist ja genial. Ja, du brauchst dich jetzt um gar nichts mehr zu kümmern, du gehst erstmal schlafen. Ich dachte, dass da. Ich dachte, ich habe da irgendwie Geräusche gehört, Schritte oder sowas. Nicht, dass dann doch noch die Zombies kommen und mich überfallen. Aber Zombies und sowas, das war ja eher so ein Zweiter Weltkriegsding mit dem Okkultismus von den Nazis. Okkultismus ist eigentlich eine ziemlich interessante Sache. So, die sind da unten irgendwo. Und der Typ geht jetzt auch mal schlafen. Das war sogar ein Elite-Trooper. Den haben wir gleich mal durch den Boden geboxt. Ein Elite-Truppler. Ein Sturmtruppler. Elite-Sturmtruppler. Fordert Hilfe an, wenn ihr ihn seht. Ich glaube, jetzt wird's gleich haarig. Ich will den aber mit der Schaufel ausschalten. Kriegen wir das hin? Den kriegen wir auf jeden Fall. Ihn hier auch noch. Genau. So, jetzt ist aber. Können wir die Waffe mal hier ausprobieren. Okay. Wir gucken mal in den Bunker. Moment. Da habe ich nämlich noch jemanden gehört. Ei! Nicht auf mich schießen! Laden wir mal das schöne Ding mal nach. Jetzt gucken wir mal hier in den Bunker rein. Ob wir hier vielleicht noch irgendwas Nützliches finden. Was ist das? Noch eine Handgranate. Aber ich glaube, da haben wir schon genug davon. Ah, ich habe genug davon. So, was ist das? Eine Pistole. Ist aber eine Schrotflinte. Naja, komm. Komm. Nehmen wir die mal mit. Den Schlamm da, der sich da um die Ketten wälzt, das sieht auch richtig geil aus. So. Wie sieht's aus, Kollegen? Fahrt ihr mal durch, oder? Okay, wir sind fast raus. Ja, und jetzt?
We need to get across this here bridge. Then it shouldn't be much fun. I still need you to stand up. On the bridge! Jammer! Whoa! Okay, dann müssen wir jetzt mal hier runter und alles, was uns in den Weg kommt, ausschalten. So, wo sind sie denn? Da haben wir einen, da ist Nummer 2. Wie sieht es hier oben aus? Das wäre wahrscheinlich keiner. Ich schmeiß einfach mal eine Granate, weil wir ja so viel davon haben. Wo denn da hin? Keine Ahnung. Ich kletter mal hier hoch. Wie sieht's aus? Ist da alles frei? Sieht so aus, okay. Der Nebel hat sich gelichtet. Wir sind fast aus dem Wald draußen. So, kann ich hier irgendwie hochspringen? Jo, das geht. There's a bunker on the ridge up ahead. Looks well defended, too. Those field guns could quickly ruin our day. You go in, clear out those guns. We'll move up and finish the job. All right. Okay. Erstmal hier in Deckung springen. Das schaut auch richtig geil aus. Das werde ich, glaube ich, hier noch öfters sagen. Dass das richtig geil ausschaut. Dieser Anblick hier mit den Soldaten, der da oben steht, mit dem Sonnenaufgang. Das erinnert mich an, wie hieß der Film? Platoon. Platoon hieß der Film. Mit Charlie Sheen spielt dort mit. Und von Scrubs, ne? Scrubs kennt er ja, die Fernsehsendung. Der Dr. Cox. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie sein richtiger Name ist, aber der spielt dort auch mit. Ist ein richtig geiler Film. So, was ist das? Tripwire Bomb. Ja, gut, wieso nicht? Probieren wir die doch auch mal aus. Ich schleiche mich jetzt hier nochmal in den Bunker rein. Oder ich versuch's mal. Okay. Wieso haben die hier so ein komisches Symbol über dem Kopf? Ups. Da hockt's. Okay, der Bunker ist unbesetzt. Da hockt keiner drin. Das ist gut. Aber wieso haben die so ein Symbol über dem Kopf? Ich warte erst mal, bis er hier vorbei ist. Mir geht's gut. Ich brauche eine Pause. Okay, das dürfte genügen. So, was haben wir hier? Hey, Kamerad. Sieht verschlossen aus. Ich probiere es gleich mal. Irgendwas hat er bemerkt. Warte mal. Tripwire Bomb. Probieren wir die doch mal aus. Eine dürfte, glaube ich, ausreichen. Oh. Runter. Du siehst mich nicht. Genau, komm näher. Komm näher. Noch ein Stück. Ja! Ups. Wieso konnte ich jetzt nicht schießen? Ich konnte nicht schießen gerade. Das war komisch. So. Oh. Oh. Oh, scheiße. Oh, oh. Dynamit. Steh mir bei. Dynamit. So, nimm das. Oh, oh, shit, 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 shit. Nimm das, komm. So, die haben wir. Ich ziehe mich nochmal kurz zurück. So.
So, okay. Wie sieht's aus? Was haben wir denn hier? Okay, da hinten haben wir noch ein Ziel. Da würde ich mich zuerst drum kümmern. Moment. So. Okay, da kommen mehrere. Da kommen noch mehr. Nach irgendwas Nützlichem umsehen. Vielleicht dort drinnen? So, was war das hier? Das. Okay, warte mal. Das sieht komisch aus. Das sah gerade ziemlich komisch aus. Okay, was haben wir hier? Wir haben noch. Ne, das war Munition für die. Ja, Munition für die. Fürs Dynamit. Das war Munition fürs Dynamit. Nein, das waren noch mehr Dynamitstangen. So. Haben wir einen. Haben wir zwei. Oh, der. Okay, da schießt keiner. Da kann keiner rausschießen aus dem Truppentransporter. Shit. Aber wir haben keine Munition mehr dafür. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, wie gesagt, Steuerung ändern. Nochmal überarbeiten. Besser gesagt. So. Ach du Scheiße, da ist ein Panzer. Okay, nimm das. Überraschung. Frohe Weihnachten. Okay, das hätten wir mal geschafft. Oh, da kommen noch mehr. Ich höre noch mehr. Truppentransporter. Einen haben wir. Ich werfe mal eine Granate. Weiß nicht, was das hier, ob das jetzt wirklich was gebracht hat. Okay, er brennt. Der Truppentransporter brennt. Das kann nur ein gutes Zeichen sein. Noch ein Panzer. Okay. Wir haben noch zwei Stangen Dynamit. Nummer eins. Kriegst du gleich. Wir müssen... Oh, nicht so schnell. Nicht so schnell, Kollege. Hier, nimm das. Und er zielt auf mich, er zielt auf mich. Scheiße, 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 scheiße. Fuck, 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 fuck. So, frohe Weihnachten. Alles Gute zum Geburtstag. Ist da noch einer? Ist da noch ein Panzer? Sieht so aus. Shit. Shit, shit, shit. Okay. Ich brauch... Dynamit. Wo kriegen wir denn jetzt Dynamit her? Um die Uhrzeit. Wo kriege ich denn jetzt um die Uhrzeit Dynamit her? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall das Falsche. Was haben wir hier? Okay, das ist Dynamit. Drei Stangen Dynamit. Und damit können wir ein bisschen was anrichten. Hier, hast du schon mal eine. Fuck. Komm. Und den hier noch. Wow. Ihr wisst schon, dass ihr brennt. Ich glaube, wir sollten erstmal das Feuer löschen, bevor wir irgendwo hinfahren. Wow. Sag ich nicht, nicht Sportplatz. Check how far that village is. Can you see it, Sam? Can you see the village? Yes. Yes, I see it. And what about our tanks? Can you see any of our tanks down there? Oh, yeah. Edwards,
Yeah. But they're not ours anymore. Sounds like whatever Bess needs is down in that village. All right. Let's go, Edwards. Let's go. Good luck. Natürlich müssen wir wieder raus. Come over here. That tank is going nowhere and he'll be dead by morning. We're fucked. What's it, you? You're just gonna abandon him, are you? Don't you get it? Finch, Pritchard, all of us. We've been fucked all along. If that's what you want, McManus, then just go. Don't you ever talk to me like that. I've ran more fucking missions than you have had hot dinner, son. McManus, just fucking go. Oh, der will doch jetzt nicht wirklich desertieren, oder? Well, so much for we're all in this together. Naja, okay. Find the parts. Get the tank running. Don't die. Okay. Wie dem auch sei, ich werde mir jetzt als erstes nochmal den Multiplayer anschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Mission. Bis dahin, euer Sovak. Und tschüss!